dann Auschwitz, um mit dieser Erschütterung von der Katastrophe des eigenen Systems von Zen abzulenken. Ein Zen, der zur Kooperation mit Hitler führte und zur Entwicklung der Atombombe samt Abwurf in Hiroshima und Nagasaki. Was für eine Erleuchtung! Und dann kommt ein Robert Baker Aitken mit seinen 53 Siegeln, die er da produziert hat. Lehrer von Niklaus Braunschen, Pia Giger, und kommentiert das Buch Zen and War, das übrigens nicht von Harada Daiyun Sogaku, dem einen Gründer der Harada Yasutani Sanbo Kyodan Schule ist, sondern dieses Buch Zen and War stammt von Brian Dyson Victoria und wurde 1997 publiziert mit einer zweiten Ausgabe 2006, also es sind aktuelle Recherchen da. Dann kommt ein Robert Baker Aitken und schreibt: Unlike the other researchers, anders als die anderen Forscher, Victoria, eben der Autor von Zen at War, writes in a vacuum, schreibt in ein Vakuum. He extracts the words and deeds of Japanese Buddhist leaders. Er löst die Worte und Taten der japanischen buddhistischen Führer heraus aus dem kulturellen und zeitlichen Kontext dieser buddhistischen Führer and judges them from a present-day progressive Western point of view und beurteilt sie aus einer Sicht von heute, von fortschrittlichem westlichen Standpunkt. Das Argument, auch die buddhistischen Führer seien doch Kinder ihrer Zeit und Kultur und müssten da sozusagen einfach mitschwimmen, geprägt eben von ihrer Zeit, ihren Eltern, ihrer Kultur. Ganz schlimm und auch der Buddhismus falsch verstanden. Schauen wir nur schon zurück bei Buddha, historische Tatsachen. Buddha hat das ja eben gerade nicht gemacht. Er hat sein Elternhaus verlassen und hat dadurch es fertiggebracht, über viele Jahre strengen Studiums an sich selber, dass er seinen Charakter, seine Prägungen hat auflösen können und dadurch auch den Kontakt mit dem höchsten Selbst eben hat herstellen können. Und wer die Informationen von dort hat, aus dem Jenseits, wird niemals ein Land in eine derartige Katastrophe führen, wie es eben offenbar viele japanische buddhistische Führer da gemacht haben in jener Zeit, als Japan die Vormachtstellung im asiatischen Raum hat erringen wollen, durch Angriffskriege auch. Diese japanischen buddhistischen Führer haben diesen Militarismus Japans voll unterstützt. Und dazu gehört insbesondere eben auch der Gründer der Harada-Yasutani-Linie, der eine Gründer, Harada Sogaku, hat mit Buddhismus, mit dem eigentlichen Buddhismus, hat mit dem eigentlichen Zen, dem einzigen Zen, nichts zu tun. Auch Robert Baker Aitken ist selbstverständlich kein Meister, wenn er so etwas schreibt.